Hallo Peter, vielleicht überrascht es dich, so kurz vor der Wahl von mir persönlich zu hören. Hallo Michael, vielleicht überrascht es dich, so kurz vor der Wahl von mir persönlich zu hören. Sächsische Bürger haben mich gebeten, dir direkt zu antworten. Am 1. September ist Sachsenwahl. Du sprichst viel von der Zukunft Sachsens und von Heimat. Ein Begriff, der lange Zeit verpönt war und den du nun plötzlich wieder für dich entdeckt hast. Dabei hast du doch die Zukunft Sachsens schon lange zugunsten der Merkel-CDU und zugunsten des Brüsseler EU-Molochs aufgegeben. Du und deine Partei, ihr habt kein Recht, über unsere Zukunft zu sprechen. Habt ihr diese doch schon längst auf dem Altar globaler Finanzinteressen geopfert und zugunsten fremder Völkermassen, die ihr regelrecht in unser Land hineingeschleust habt. Aus dem Ausland willst du sogenannte Fachkräfte nach Sachsen holen, anstatt Sorge zu tragen für Bildung und Ausbildung der eigenen Leute. Sachsens Patrioten arbeiten mit großer Ernsthaftigkeit, aber auch mit Freude und Zuversicht daran, dir und deiner Partei den hochverdienten politischen K.O.-Schlag zu versetzen. Dazu brauchen wir eine starke nationale Oppositionspartei, die keine faulen Kompromisse eingeht, auch nicht mit der CDU. Wenn das viele Landsleute erkennen und am 1. September bei der Landtagswahl mit der Zweitstimme, also mit der Listenstimme, NPD wählen, dann wird auch dein heuchlerisches Grinsen, lieber Michael, bald von der Bildfläche verschwinden.